Hallo und herzlich willkommen hier zu DLP-TV. Ja, heute habe ich mal ein kleines Highlight für euch. Ja, bevor ich in den nächsten paar Minütchen dann in den richtigen Part einsteige, werde ich für euch mal hier ein bisschen den Flughafen zeigen. Und das ist für mich das absolute Highlight hier auf der TSM-Map. Das, bis jetzt ist das absolute Highlight hier der Flughafen von Frankfurt. Und ich möchte euch auch mal den ganzen Cargo-Bereich zeigen, was hier alles so abgeht. Wir holen jetzt gleich unseren Auflieger. Das, was ihr gewünscht habt von Malaga, werden wir jetzt holen. Und hier haben wir nochmal das ganze Vorfeld von Frankfurt. Ab und zu startet und landet mal hier eine Maschine. Hier startet und landet gerade eine. Das passt sehr gut. Ja, liebe Freunde, das ist echt der Wahnsinn. Ich bin echt begeistert, so wie es ist. Ja, eine neue Lackierung haben wir auch. Eine blaue. Und ja, wir fahren jetzt mal zu unserem Auflieger, der Richtung Malaga geht. Ja, ich habe ja einen Aufruf gestartet, dass ihr gerne entscheiden könnt, wo unsere Fahrt als nächstes hingeht. Und das habt ihr gewünscht. Das ging nach Malaga mit 2 Stimmen. Oder auch mehr. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, wie viel es waren. Aber so in der Drehe waren es schon. Und ja, euer Wunsch ist mir gerne Befehl. Wir fahren jetzt zu unserem Cargo-Bereich und das ist schon der Highlight, weil man kann so viel sehen. Es wurde so viel Liebe hier reingesteckt. Hier, wenn wir jetzt hier gleich hier langfahren, sehen wir zwei Kameramänner oder die Presse. Ich weiß es jetzt nicht. Man sieht sie zumindest hier. So, und damit fahren wir jetzt weiter in den Cargo-Bereich. Hier ist natürlich Schrittgeschwindigkeit. Und das ist ja wieder viel für meine Karre hier, wenn man das sieht. Ja, eigentlich gar nicht so gut, dass ich meinen so tiefer gelegt habe, aber es sieht halt cooler aus, lol. So, hier haben wir gerade mal einen Notort, warum auch immer, was da wieder passiert ist bei Sachstrans. Wahrscheinlich hat er ein kleines Problemchen, der Fahrer. Ja, hier kommen wir gerade zur Schranke, zum Gate und hier vorne steht sogar ein Ferrari auf dem Auto, meine Fresse, was hier alles gebracht wird. Ja, hallo und herzlich willkommen, junge Frau. Ich möchte gerne meine Fracht für Malaga abholen. Okay. Geradeaus weiter, bis ganz hin. Gut, das machen wir gerne. Wiedersehen. Ja, die gute Frau hat uns gesagt, wir müssen jetzt erstmal ganz quer über den Hof fahren. Aber mit Schrittgeschwindigkeit, hat sie gleich so gesagt. Wir haben eine Warnweste dazu gekriegt. Und wir sollen auch die Warnblinker anmachen. Ja, hier sehen wir ein paar Kollegen, die auf ihre Fracht noch warten. Und ja, was ist hier passiert? Da sieht nicht ganz so gut aus, der Tank. Und hier sieht man nochmal das Feld von Frankfurt. Und ja, hier warten viele, viele Fahrer auf ihre Frachten. Weltweit oder europaweit. Und reichlich ist hier erlaubt, das hat sie uns auch gesagt. Ja, Scania. So soll das sein. Thema-Auflieger hier. Und werden wir mal geradeaus weiterfahren, so wie die gute Frau uns das gesagt hat an der Wache, dass wir unseren Auftrag für Malaga abholen. Und das ist eine ganz schöne Strecke, liebe Freunde. Das ist richtig weit runter bis nach Spanien, aber ich freue mich schon drauf, mit euch dahin zu machen. Haben wir nochmal einen Kollegen gegrüßt. So. Upsa, jetzt haben wir Schild umgefahren. Ja, hier haben wir sogar eine Waage, da werden wir irgendwann jetzt die nächsten Zeitraum nachher gleich rüberfahren. Und ja, unser Auflieger steht hier schon bereit, den können wir schon aufnehmen. Und ja, wir sind hier bei TNT. Wahrscheinlich, weil ich bin ja mal gespannt, wo das dann richtig hingeht. Was steht hier drauf? März und GTK im internationale Transport GmbH ab nah und fern. März GTK. Björn ist gern. Hey, ist aber ein cooler Auflieger, muss ich echt dazu sagen. Dann mag ich ja auch schnell. Null. So. Wir haben unseren 155 Tonnen schweren Betonteil
aufgenommen. So, und damit würde ich jetzt sagen, sehen wir uns in ein paar Sekündchen wieder, dann wenn wir dann nach Malaga starten. Und ich hoffe, es hat euch mal gefallen. So ein kleiner Vorspann, das kleine Gezeige hier über den Flughafen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Und wenn nicht, dann sehen wir uns sofort wieder. Oder. Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei ETS. Und ja, jetzt geht's los. Wir fahren nach Malaga und ich bin schon echt gespannt in den paar Sekündchen oder in den 5 Minuten, was ich euch gerade eben gezeigt habe. Habe ich euch mal den Flughafen hier in Frankfurt gezeigt und ich hoffe, er hat euch und er gefällt euch zumindest. Und ja, wir werden jetzt mal hier losstarten. Wir haben unsere Fracht, wir haben unsere Ladepapiere bekommen und machen jetzt hier los. Und ja, 155 Tonnen ist nicht vom Babbe. Ja. Die müssen erstmal gezogen werden. So. Und dann werden wir jetzt mal hier rausfahren und ich hoffe zumindest, jetzt ist schon wieder das Schild da, dass wir jetzt überhaupt hier rauskommen, ohne das Schild zu zerstören. Ja. Unsere Firma hat nämlich das letzte schon bezahlt, dass wir kaputt gefahren haben. Und, aber es wird echt eng. Es wird echt eng, liebe Leute. So, ja. Werden wir uns mal ganz... Nein! Wird da ein Schild kaputt gefahren. Aber das ging ja leider nicht anders. Wie soll ich sonst hier vorbeikommen? So, sagen wir nochmal Tschüss an unsere Kollegen. Und wir fahren los nach Malaga. Was ihr euch gewünscht habt bei Facebook. Ich habe gestern den Aufruf gestartet. Das habe ich euch gerade eben schon mal gesagt. Und ich bin schon echt gespannt. Und ich freue mich schon drauf. Ja, unser Robert hat hier... Und schon ein bisschen heiß gemacht, er hat mir gesagt, ja. Wir können da unten vieles sehen, zumindest. Ich muss jetzt erstmal aufpassen wegen den jungen Leuten da. Oder den jungen Fahrern. Und wir hupen mal noch 2-3 Mal, dass nicht auch irgendwo ein Stapler rauskommt, der uns nicht gleich sieht. Und ja. Schrittgeschwindigkeit ist hier angesagt auf dem Betriebsgelände von den Cargo. Und hier ist schon wieder so ein Schild, hoffentlich kommen wir jetzt hier vorbei. Ja, hier kommen wir wunderbar vorbei. Und die machen jetzt große Augen, weil wir sind nämlich nicht von schlechten Eltern. Weil wir haben richtig Ladung. Ja, hier sieht es ein bisschen aus hier in den Ecken, aber gut. Werden wir mal hier vorbeigucken. Hier rausfahren. Und wir müssen jetzt mal gucken hier, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt hier vorbeikommen. Also müssen wir uns jetzt bestimmt mal den Weg hier suchen. Ich muss jetzt noch ein bisschen außerhalb der Fahrerkabine fahren, weil dann sehe ich das jetzt ja besser. Nicht, dass wir jetzt noch großen Schaden machen, das brauchen wir jetzt hier auch nicht. Und ja, nehmen wir halt die Bordsteinkante mit hier. Geht ja jetzt nicht anders und wir sind gleich raus. Noch diese. So, verabschieden uns noch mal von diesen Fotografen und steigen mal ein. Jetzt sind wir ganz nass geworden. Und wie gesagt, also ich bin schon mal richtig gespannt und ich bedanke mich, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt bei Facebook. Und ich werde es auch wieder machen. Wenn wir unten angekommen sind, könnt ihr gerne meine Ladung, ihr seid meine Disponenten, ihr könnt gerne meine Ladung raussuchen und ich werde dies anfahren. Werde dann auch wieder diese Fotos veröffentlichen und dann habt ihr ja freie Wahl. Meistens so bis 12 Uhr mittags, nächsten Tag habt ihr die Zeit, euch da zu entscheiden, wo ihr hin möchtet. Und sagen nochmal Tschüss hier. Und werden jetzt mal Richtung Autobahn fahren. Und schön langsam, weil wir haben echt Gewicht und das schiebt von hinten
Ich gebe jetzt gar kein Gas in, jo. Der schiebt uns eigentlich von alleine. So könnte man eigentlich Spritsparen fahren. Kann das sein? So, jetzt werden wir aber schon mal ein bisschen bremsen hier, weil man merkt schön, es drückt. Ja, hier kommt erstmal nochmal unser Fernbus. Den müssen wir noch durchlassen. Der hat Vorfahrt. Und unser Auto wackelt. Es ist echt Gewicht da hinten dran. Ich glaube jetzt bloß nicht, dass wir... Der lässt uns raus. Dankeschön. Hoffentlich hält der an. Dass wir jetzt... Müssen wir erstmal aufpassen hier, dass wir den Bus nicht streifen. Das fehlt mir heute noch. So, sagen wir mal Dankeschön an den netten Busfahrer oder Busfahrerin. Und ja, unser LKW hat echt zu schieben. Das ist jetzt echt nicht vom Pappe hier. Ich hoffe nur nicht, dass jetzt Richtung Malaga irgendwo mal richtig ein Berg kommt, weil dann haben wir ein Problem, liebe Freunde. So, scheint, als würde es jetzt aufhören zu regnen. Gott sei Dank. Ich möchte nämlich, ich habe nämlich die kurzen T-Shirts mit. Wir fahren ins Ausland in die Sonne normalerweise. Und ja, diese Map hat mir Robert empfohlen. Also Map, das sowieso, aber die Strecke. Ja. Er hat ja auch seinen Tipp abgegeben für Malaga und ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich, dass ihr das gemacht habt und von Robert nochmal den Tipp, dass da unten auch sehr, sehr zu viel entdecken ist. Und ja, probieren wir das halt mal, ne? So. Dann werden wir jetzt mal hier versuchen, auf die Autobahn zu kommen. Weil wir sind ja noch immer noch in Frankfurt. Ja, jetzt wird es unerholt. Verdammter Mist. Ja, ihr merkt es gerade. Also das ist echt Gewicht, was da schiebt. Und... Ja. So, also unser Auto wackelt wie Sau, weil das ist normal. Da ist richtig Gewicht, was da von hinten noch ein bisschen drückt. Also nicht wundern, warum das hier vorne so wackelt. Wie in einem Wasserbette. Das hat alles Bewandtnis. So, ich weiß heute nicht, wie weit wir hier kommen. Aber wir werden uns dann irgendwo mal einen schönen Parkplatz suchen. Ungefähr in, ja, 30 hören wir wieder auf. Und muss ja heute ein bisschen anders denken. Ich hatte ja noch den Trailer davor. Ja. Also haben wir dann ungefähr 35 Minuten zum Anschauen. Also ihr. Ich hoffe, ihr es freut euch. Und ja, wie gesagt, was gibt's Neues? Wir haben einen TS-Server. Ja, werden wir aber jetzt mal so machen, dass die Leute, die ab und zu mal mit bei uns mit drauf sind, die nicht so großartig in TS mit sein werden, die werde ich dann über Skype nehmen, weil es gibt da so kleine Richtlinien, die möchte ich beachten. Und ja, aber das, darauf gehe ich mal irgendwann mal später nochmal drauf ein. Und wie gesagt, also bei uns sind jetzt erstmal Robert, Daniel, Basti und ich. Wir sind hier ein Team bei ATS und ja, bei Landwirtschaftssimulator, kennt ihr es ja, ist mein Basti, mein kleiner Brummbär, die Nummer 1. Ja, da kommt okay anderer rein erstmal, lol. Aber natürlich würde ich dann auch mal gerne vor anderen mit drin haben. Das ist ja keine Frage und wir haben ja richtig Probleme, gerade mal hier hochzukommen. Habt ihr es gemerkt? Richtig schlimm, ne? So, jetzt fängt es wieder an, richtig zu raschen hier. Mein Gott. Ich hoffe bloß, dass es irgendwann mal besser wird, weil hier geht ja gleich die Sonne unter. Und ja. Hier kommt gerade ein Ami-Truck. Mein Gott, ist das herrlich. Lassen wir den mal rein, wenn er rein will. Ja. Weil wir sind nicht die schnellsten Leute. Wir kommen hier nur mit guten... Was fahren wir denn überhaupt?
guten 40 km/h auf der Autobahn, aber was soll ich machen? Geht halt nicht anders. Und wir müssen sogar jetzt mal schon mal rüberfahren. Na, wieder dieser komische Autofahrer. Der sieht uns doch eigentlich blinken, oder? Ich habe doch so viel Blinker jetzt an mein Auto dran gebaut, dass sie das eigentlich mal sehen müssten. Lull. So, ja. Also wie gesagt, jetzt fängt es auch noch mehr an zu regnen hier. Jetzt wird es richtig komisch. Upsa! Was ist jetzt passiert? Jetzt sind wir ein wenig von der Piste abgekommen. Warum auch immer. Aber Gott sei Dank hat die Polizei nichts gesagt. Das ist ja schon mal sehr, sehr positiv. Positiv. So. Ach du Gott, ey. Wie soll ich jetzt hochkommen? Ach du Jemine. Wir sind zu schwach. LOL, wir sind zu schwach. Es ist glatt. Ist das denn geil hier, Mann. Alter, ich muss nach Malaga. Das sind über 2000 Kilometer und ich komme jetzt noch nicht immer am Berg hoch. Soll das jetzt ein Witz sein? LOL! Ah, fuck, ey. Ich muss mindestens über die Kuppel kommen, dann geht's. Leute, ey, guckt euch doch mal die Kacke an. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nur noch... Oh, ich kann nicht mehr BS. Ich hab kein mehr... Ich hab nicht mehr BS. Ich komm nicht hoch. Ich komm nicht hoch. So, jetzt müssen wir erstmal sehen, wie wir das machen hier. LOL! Ich kann doch nicht zurück, weil hier unten steht alles voll. Ich mache ja gerade einen Stau verursachen. Oh! Ja, wir können jetzt noch mit Eiseskraft hier versuchen rauszukommen. Vielleicht hier ein bisschen auf dem Dreck zu fahren. Dass er ein bisschen mehr Grip kriegt. Aber bei den Regen. Ach, das geht schon gut los. Ja, das Problem hatte Basti gestern auch, ja, glaube ich. Aber wir können keine mehr PS rein tun. Wir haben bloß 740 oder 730. Mehr geht nicht. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich kann jetzt bloß sehen, dass ich jetzt irgendwie hier rauskomme. Wir kommen nicht weg. Das sieht sehr, sehr gut aus für die Folge. Oh Gott. Ja. Was soll ich jetzt machen, liebe Freunde? Sagt's mir. Ich hänge hier auf dem ersten Berg fest. Das ist eigentlich noch nicht mal ein richtiger Berg ist. Das ist bloß Läufer von der Autobahn. Ich hätte mehr Schwung haben müssen. Lull, lull, lull. So, liebe Freunde, da muss ich euch jetzt leider enttäuschen, aber wir müssen jetzt einen Abstecher rufen. Weil ich komme hier nicht weg. Das tut mir echt leid. Wir müssen jetzt hier Abstecher rufen. Wir machen hier gerade die Autobahn dicht. Und da ist es, hat es noch nicht mal geschneit. So, okay. Abstecher rufen. Und dann müssen wir jetzt mal gucken. Meine lieben Freunde, das hatte ich jetzt auch noch nicht. Aber wir werden jetzt mal reingehen. Und werden uns mal ein neues Teil geben lassen.
So, was ist es denn das Höchste? Ich weiß gar nicht, was das Höchste ist. Werden wir mal so einen Teil nehmen hier. Damit werden wir wahrscheinlich jetzt besser vorankommen. Und ja. Genau, nehmen wir das, oder? Ja, machen wir. Gut, jetzt will ich eigentlich meine Lackierung wieder haben, weil die muss schon sein. Wenn ich jetzt die gerade vielleicht wieder finde hier. Ja, gut aus. So, ich hoffe, liebe Freunde, warte mal, ich gucke jetzt nochmal auf die PS-Zahlen. Seht ihr, ich habe nur 730 PS. Ich kann aber jetzt Glück haben, dass ich die Übersetzung besser habe damit. Und dann werden wir das jetzt mal probieren hier. Ja, das sieht doch gleich mal ein bisschen luxuriöser aus, oder? Moment, ich wollte gleich mal was gucken, ob wir das auch noch machen können, wenn wir immer hier sind. Na, sieht doch gut aus. Und ja, dann nehmen wir jetzt halt mal das hier. Werden wir gleich noch die Reifen ändern. Das, wenn, dann muss das schön gut aussehen. Oh, blau. Das sieht gut aus. Haben wir noch irgendwie solche? Ja, ist okay. Aber dann will ich den blauen nicht haben hier. Aber es geht gerade gar nicht anders. Komischweise. Na gut, dann lassen wir den jetzt halt blau. Ist okay. Und werden wir jetzt mal versuchen, da am Berg hochzukommen. Aber wir haben schon wieder so viel Zeit verloren, liebe Freunde. So, ich schätze mal, da ist jetzt ein bisschen mehr Bums dahinter. Wir haben mehr Grip. Wir dürften theoretisch dann auch da wegkommen. Das ist mir jetzt richtig peinlich, aber so ist es halt manchmal, ne? So, wie ist denn jetzt überhaupt die Strecke? Ist die noch drinne? Ja, die ist noch drinne. Guckt, wir machen jetzt links rum. Und ja, da haben wir wieder die ersten 5 Minuten richtig verbabbelt, ne? Aber das tut mir leid. Hätte ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt, dass ich zumindest den Berg da hochkomme. Aber ihr merkt ja schön, das ist nicht von schlechten Eltern aus. Sieht so klein aus, aber so klein und unschuldig ist das Teil nicht. Ja. Das hat richtig Bums. So, wir werden jetzt den zweiten Anlauf versuchen. Hoffentlich komme ich da jetzt auch hoch. Aber mit dieser Maschine, denke ich mal, werden wir schon ein bisschen mehr Glück haben, weil mehr Reifen, mehr Grip. Ja. Das Problem ist, wenn ich ja einmal auf dem Berg anfange und stehe, ist es vorbei. Aber es ist ja auch wie im echten Leben so. Fahren ohne Licht. Ach so. Ja, ich will das jetzt noch versuchen zu schaffen. Ein paar Minütchen haben wir ja noch. Und wenn wir zumindest heute im Berg hochkommen, haben wir viel geschafft. Wenn ich muss mir echt Gedanken machen. Aber mehr als 730 PS habe ich nicht. Tut mir leid. Dann können wir dann bloß noch einen 10.000 PS Motor, wie Basti schon sagt, reinhauen. Aber dann ist ja nicht mehr realistisch, lol. Jetzt ist total realistisch. Also mehr Gewicht komme ich den Berg nicht hoch, also brauche ich mehr Schwung, aber da ist eine Kurve und wenn ich die Kurve nicht erwische, liege ich im Dreck. Wie das alte Wildschwein im Walde. Lol. So, ihr seht schon, ich fahre nicht gerade mal viel, das sind 30 Stundenkilometer, das ist nicht gerade wenig, also das ist schon wenig, um jetzt gleich wieder den Berg hochzukommen, aber was will ich machen? Ich kann jetzt bloß hoffen, dass jetzt hier keiner da ist und dass wir den Schwung ausnutzen und dann, ja, Altfotze da hochziehen. Wenn ich muss ich mir ausdenken, noch eine andere Auffahrt hochzufahren. Vielleicht ist die Richtung Mannheim nicht so steil. Dann kommt da vielleicht besser mit Schwung hoch, aber mindestens austesten. Aber man sieht es ja, ich komme jetzt schon da hoch. Oder ist das jetzt hier verkehrt? Warum bin ich denn jetzt? Hä? Warum bin ich denn jetzt Richtung Dings gefahren? Das muss ich jetzt irgendwo nicht verstehen, oder? So, drückt die Daumen, liebe Freunde.
Komm, Baby, komm! Komm, 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 komm! Hab Eier! Ja! Ja! Wir haben Eier bewiesen. Gott sei Dank, ey. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt die andere... Ach nee. Jetzt kommt erstmal die Scheiße, ne? Okay. Ja, genau. Jetzt kommt erstmal der Berg. Ich hab mich schon gewundert. So, wir müssen jetzt da hoch und jetzt müssen wir richtig zeigen, was wir können. Also enttäusch mich ja nicht, liebes Baby hier. Ja. Denk dran. Wir müssen nach Malaga und Malaga liegt ungefähr 2141 Kilometer von uns weg. Ja. Und wir haben Zeitdruck. Ja. Wahrscheinlich lacht ihr euch gerade den Ast ab hier. Ja. Weil ich mich wahrscheinlich so deppernd anstelle mit den Dingen. So, liebe Freunde, drückt die Daumen, drückt alles. Wir müssen das jetzt schaffen. Egal wie. Aber es ist ja auch eine bescheuerte Kurve für so ein Teil. Oh Gott. Oh Gott. So, 1, 2, 3. Ja, das sieht doch schon besser aus, oder? Das sah doch jetzt schon besser aus. Zumindest haben wir die scheiß Kuppe jetzt erstmal schon mal hinter uns. Oh Mann. Da kam man nicht den Berg hoch. Da kam man nicht den Berg hoch. Ey Robert, ich sag dir das gleich. Auch wenn du es irgendwann mal jetzt siehst. Komm ich in Malaga irgendwo mal in die Berge. Und du weißt ganz genau, du bist da, du kennst dich aus in der Szene. Und du weißt ganz genau, dass ich 155 Tonnen geladen habe. Und du schickst mich da durch irgendwelche Berge. Ja? Reiß ich dir den Arsch auf. Ja? Und das gebe ich dir schriftlich. So. Wir sind mitten in der Nacht hier. Haben den ersten Berg bezwungen. Werden wir uns den Kollegen jetzt mal reinlassen hier. Und jetzt kommt schon wieder der Parkplatz. Ich glaube, das ist, wird wohl schon fast bei uns schon wieder gewesen sein hier, weil wir haben ja schon wieder 22 Minuten rum und ja. Ich glaube, ich fahre aber auf den nächsten, weil das sind die komischen Tankstellen hier und da komme ich mit so einem Gerät nicht hin. Dann mache ich nämlich die ganze Tankstelle zu. Das klingt gut, ja? Das klingt nach purem Sex. Nach purem Sex. So. Warum ist hier hinten kein Blinklicht? Haben sie wohl vergessen. So. Dann werden wir jetzt mal gucken. Jetzt haben wir aber richtig mal Fahrt aufgenommen. Dass wir jetzt hier gar keine Geschwindigkeit verlieren, dass wir hier durchziehen bis zum nächstgrößeren Parkplatz. Und dass wir uns da hinstellen und dann den nächsten Part weitermachen. Weil klar hat mir das jetzt mal richtig Zeit gekostet hier, die Miss. Ja, Mensch, jetzt fällt mir's nicht ein. Missglückte Aktion auf dem Berg. Ja. Da hat er nämlich schlapp gemacht. Lol. Aber jetzt haben wir mal richtig Schwung. Hier fahren wir 80, so wie es sein soll. Wir schauen jetzt mal ein Tempomat rein und lassen ihn einfach mal ein bisschen duckeln. Aber wir müssen schon wieder abfahren, sehe ich. Mach Gott. Gerade mal, wenn ich einen schönen Schwung gekriegt habe, muss ich abfahren. Oje. Oh, der schiebt von hinten, der schiebt! Oh, alter Falter, ey! Ey!
Das haben wir aber richtig Mehl gehabt, ey. Ohne Scheiß. Jetzt waren wir fast abgegangen. Was habt ihr mir für eine Ladung gegeben? Leute, jetzt stehen wir schon fast wieder. Robert, ich erschlag dich, ey. Ohne Scheiß. Oh Gott. Oh Gott. Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Was habe ich mir da bloß für eine Tour aufhalten lassen? Alter, hier kommen wir nie richtig voran. Was hältst du an? Das ist wohl schön, wenn man spannen kann, hä? Ja, das ist eine Granate. Was denn jetzt? Weißt du, was du kannst? Das kann ich schon lange. Gaffer hier überall. Seht ihr das? Ja. Seht ihr hier? Lol. Langsam, aber es geht. Wir bekommen es hin. Komm vor mal mit deinem Scheißmord. Ich habe Überlänge oder Überbreite. Soll ich machen? Ja, die hupen mir von hinten, aber ich kann es nicht ändern. Tut mir leid. Lol. Machen wir ja gerade ein Hubkonzert oder was? Kannst du nicht ändern. Guck doch mal, was ich hinten drauf habe. Das ist ein bisschen mehr als sein Dreck. Ja. Könnten locker dran vorbeifahren. Ja. Nein, da muss gegafft werden. Ich mach das doch nicht, weil ich gerade mal Spaß dran habe. Ich mach's, weil ich es kann. So. Ja, ich lasse mich gar nicht irritieren. Es ist mir egal. Es ist mir wurscht. Wenn ihr ein Problem damit habt, fahrt doch vorbei. Fahrt doch. Ich kann das üben. Ja? Aber ihr traut euch nicht vorbeizufahren. Ja? Weil ihr denkt, ja, da geht die Tür auf. So, wir kriegen schon wieder richtig Schwung hier. Und ja, wir haben Zeit. Wir haben doch Zeit, oder? Lassen uns doch gar nicht irritieren von den Idioten. Pff. Soll's denn? Kannst doch nicht ändern. Aber wir kriegen doch schon wieder Schwung. Braucht euch gar nicht aufzuregen. Na, geht doch. Wenn man nur will, ne? Aber erst beschweren. Das sind die richtigen. So, Robert, wie gesagt. Ich bedanke mich echt für diese Tour. Und ich wünsche dir in deiner nächsten Tour nichts Böses, aber die Rache kommt, ne? Nein, war ein Spaß. Ihr habt das hier ausgesucht und ich mache sie auch. Auch wenn wir jetzt stundenlang hier Berge hoch robben werden. Aber wir werden es machen. So, ich darf mich anhalten. Also halt mal lieber an, die jetzt kommen. Weil ich habe sowieso Vorrang. Was anderes bleibt euch gar nicht übrig. Und ich muss mir jetzt irgendwo mal ein Parkplatz suchen. Aber fragt mich jetzt mal wo. Ich stelle mich jetzt irgendwann heute noch an die Straßenecke. Das ist mir egal. Ja. 30 fällt hier der Hammer. Das ist nämlich meine Schicht- und Arbeitszeit. So schnell geht's. Aber ich finde, es war eine sehr lustige Sendung. Findet ihr nicht? Wenn es euch gefallen hat, lasst mal richtig großen, dicken, fetten Smiley da. Ja? Aber nicht allzu schadenfroh, ne? Das ist dann unfair. Null. So, wir kriegen wieder Schwung, liebe Freunde. Aber das nützt uns jetzt gar nichts, weil wir unten gleich wieder eine riesengroße Kurve vor uns haben. Ach, wie ich das liebe. Liebe. Und wir
rutschen schon wieder. Ich muss jetzt schon ein bisschen Geschwindigkeit runterkriegen. So, wir gehen jetzt schon in die Kurve und da kommt schon der nächste Berg. Ey, ich werde doch kopfkrank. Lol, lol, lol. Jetzt haben wir aber wieder richtig... Oh, nee, oder? Guckt euch doch mal den Berg an jetzt. Alter, wie lange wollen wir denn jetzt hier hoch brauchen? So, damit würde ich sagen, beenden wir heute die Folge hier am Berg. Wo gerade wieder mal nichts geht so richtig. Und wir brauchen jetzt Ewigkeit, bis wir hoch sind. Und ich bedanke mich erstmal für die nette Runde hier. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, dass wir dann irgendwann mal oben sind. Das werde ich euch bestimmt ersparen. Und ich melde mich dann zurück, wenn ich oben bin. Aber da wird es wahrscheinlich noch 2 Jahre dauern. So, danke. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo oder einen schönen Kommi bei Facebook oder bei YouTube. Dankeschön. Louder.